Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ingress. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch dieses Video anseht, wenn ihr Pokémon Go spielt und ihr keine Pokestops in eurem Ort habt. Weil Ingress Prime kann endlich Vorschläge annehmen. Und zwar sieht das genauso aus wie in Pokémon Go im Endeffekt. Wenn ihr mal in Pokémon Go gesehen habt, wie man Pokestops einreicht, das sieht quasi genauso aus. Hier nochmal der Eintrag, wie man im Google Play Store die App findet. Und so sieht die App im Endeffekt aus. Genau. Wie kommt man jetzt dorthin? Erstens müsst ihr Level 10 erreichen. Ich denke, das wird weiterhin so bleiben. Ist auch eigentlich in Ordnung, ist nur blöd, wenn man halt einfach nichts hat, um zu leveln. Man muss leider halt dafür in eine Stadt fahren und einmal in eine Stadt fahren wird nicht reichen. Okay. Irgendein Beacon ist im Store erreichbar. Schön, geh weg! Ich will es nicht wissen. Wie kommt man jetzt dorthin? Unten in der Mitte ist ein Menü-Button. So wie in Pokémon Go auch. Und unter Vorschläge könnt ihr dann was einreichen. Hier wird nochmal erklärt, was ist ein Portal. Ja, leider kein Link für die Kriterien. Wäre natürlich sehr, sehr schön, Niantic, wenn ihr hier auch irgendwie eine Möglichkeit nutzen würdet, dass die Leute sich über was ist ein Portal wirklich informieren können. Außer, dass hier eine klitzekleine Beschreibung steht. Nun gut, wer das lesen möchte, bitte pausieren, ansonsten geht es jetzt hier weiter. Auch hier, dass der Vorschlag von der Community bewertet wird, steht hier auch nochmal, könnt ihr euch auch durchlesen, pausiert das Video, ansonsten geht es hier weiter. Auch dies. Und jetzt geht's los. Man kann den Standort aussuchen. Jetzt kommen wir ein bisschen raus. So, ich könnte jetzt aber auch sagen, ich nehme den Standort, ne? Das geht. Aha, das ging auch vorhin noch. Aber wenn man wieder reinzoomt, dann funktioniert es dann doch, oder was? Also eigentlich kann man sich den Standort irgendwie da so zurechtschieben, wie er auch wirklich ist. Falls das so sein sollte. Falls irgendwie sein eigenes GPS nicht richtig funktioniert oder man gerade irgendwie weitergefahren ist. Keine Ahnung. Eigentlich macht es wenig Sinn, aber es ist halt wichtig, den Standort an die richtige Stelle zu schieben. Man kann auch hier unten rechts drauf drücken, dann hat man wieder den aktuellen Standort. Dann solltet ihr immer reinzoomen und das dann wirklich an die richtige Stelle schieben. Ja, das ist schon ganz wichtig. Weil über die Satellitenbilder wird auch gerne bewertet. Nun gut, sagen wir mal, der Standort ist jetzt richtig. Dann soll natürlich ein Foto gemacht werden. So, da geht jetzt die Kamera an. Kann man hier reinzoomen? Ne, reinzoomen geht nicht, okay. Mache ich jetzt ein Foto von. Auto, geh weg. Fragt mich jetzt bitte nicht, was jetzt nicht geht. Ah, zoomen geht also doch. Also ich könnte jetzt hier reinzoomen. Er hat endlich den Knopf mal akzeptiert. So, dann kann man das Foto annehmen. Was willst du von mir? Also echt, ich versuche gerade ein Portal einzureichen und was kommt? Glyph-Herausforderung. 17.5 bis 19.5. Also aktuell findet wohl ein Event statt. Und das heißt Glyph-Herausforderung. Vom 17.5. bis 19.5. Aha. Ja, mehr Infos wäre vielleicht auch sehr sinnvoll, aber doch nicht während ich gerade versuche, gerade einen Portalvorschlag einzureichen. Also das geht gar nicht. Ja, ich möchte das Foto verwenden. Nicht wundern, ich muss komischerweise fast immer zweimal auf die Buttons drücken. Genau beim zweiten Mal hat es jetzt funktioniert. Dann hier nochmal, dass man
jetzt nun von dem Portal weiter weggehen soll und versuchen soll, ein Foto zu machen, damit man die Umgebung besser sieht. Da musste ich auch jetzt zweimal bestätigen. So, habe einfach mal zweimal auf den Knopf gedrückt, das hat auch geklappt. Wunderbar. Dann hier nochmal zweimal. Dann soll man einen Titel, eine Beschreibung. Genau, Titel. Ich schreibe jetzt einfach nichts Besonderes rein. X. Ich will euch das ja nur mal kurz zeigen. Was ich geil finde, dass jetzt endlich in der Beschreibung was Besonderes drinsteht. Gib hier den Ursprung, die Geschichte oder den Hintergrund von diesem Ort. Wäre zum Beispiel öffentlicher Park auch richtig. Ja, das öffentliche Park, genau. Das mag er jetzt gerade gar nicht. So, öffentlicher Park. Oder wenn es jetzt ein Spielplatz wäre, Spielplatz. Oder es ist ein Gasthof mit einer Geschichte, dann solltet ihr die Geschichte reinschreiben. Ich finde es toll, dass es jetzt endlich mal da drinnen steht. Das ist sehr, sehr praktisch, dass die Leute dann auch wirklich das reinschreiben. Vielleicht das reinschreiben, was man eigentlich wirklich wissen will. Wer hat schon Lust, Sachen zu recherchieren im Internet ewig lang, nur wegen einem einzigen Vorschlag? Ich glaube, keiner. So, genau. Titel und Beschreibung und Standort. Das kann ich jetzt nochmal bestätigen. Jetzt kommt noch was ganz Interessantes, was es zuvor noch nie gegeben hat. Lest es euch in Ruhe durch. Hier geht es darum, den Leuten, die das bewerten, eine Nachricht zu hinterlassen, warum das hier so wichtig und interessant und hast du nicht gesehen, schreibt bitte nicht rein, ich möchte eine Pokémon Go Arena. Das wird definitiv kein guter Grund sein und ich vermute mal, dass dann einfach grundsätzlich einfach abgelehnt wird, so Pokémon Go Spieler, kein Bock drauf, ja, so in der Richtung. Ich könnte es mir vorstellen, kann aber auch falsch sein. Es ist nur eine Empfehlung. Was ihr daraus macht, müsst ihr selber wissen. Ihr werdet dann sehen, wie oft eure Vorschläge abgelehnt werden, wenn ihr einfach immer nach Schema F, keine Ahnung, irgendwas schreibt. Ja? So, jetzt könnte man da hier noch was dazu schreiben. Man muss sogar was dazu schreiben. Das ist auch sehr interessant. Man muss, ich kann sonst nicht absenden. Der Sendebutton ist nicht aktiv. Ja. Definitiv nicht. Ich möchte jetzt aber hier auch nicht weiter fortfahren. Hier gibt es auch nochmal, da kann man sich die ganzen Texte nochmal durchlesen, aber okay. Also, ich gehe davon aus, dass man Level 10 haben muss. Ich bin halt Level 16, deswegen kann ich das jetzt nicht testen, wie das damit aussieht. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, also erstens, schaut vorher die anderen Ingress-Videos von mir an. Ich habe, keine Ahnung, 5 oder 7 ganz kurze Ingress-Videos. Dort ist auch irgendwo eine Beschreibung, eine Anleitung zu dem Spiel. Die ist zwar schon etwas älter, ist aber eigentlich zum größten Teil aktuell. Es kann sein, dass vielleicht Cubes fehlen, aber zur Not, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, unter den Ingress-Videos oder unter den OPR-Videos könnt ihr mich natürlich auch alles über das Spiel fragen. Groß Gameplay zu dem Spiel werde ich halt keine Videos machen, weil das einfach sonst eigentlich immer dasselbe wäre. Es wäre hundertprozentig immer dasselbe, weil es sind immer die gleichen Portale, wo ich unterwegs wäre. Und ich würde quasi immer die gleichen Links ziehen und deswegen gibt es dazu auch kein Gameplay. Das bringt wenig. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, ihr müsst Level 10 erreichen. Für Level 10 braucht man leider sehr viele Erfahrungspunkte. AP heißt das hier im Spiel. Und auch einige Medaillen. Die hier, wie ihr seht, ich habe sehr viele Medaillen. Zum Beispiel gibt es hier eine, das ist glaube ich eine goldene, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die zählt. Hier zum Beispiel fehlt mir sogar tatsächlich noch Platin. Ich glaube, das war das höchste Platin. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Gold, nee, Platin, nee, Schwarz. Schwarz ist das höchste. Hier zum Beispiel. Genau.
Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Und bis zum nächsten Mal.